am Ende der Sendung sage ich ja immer, nichts ist so schlecht, dass ihr doch für irgendwas Jod ist. Aber gilt das auch für die Corona-Krise? Ja, nehmen wir mal das Klima. Die Zahl der Flüge wird drastisch reduziert. Der Ölverbrauch geht runter. Die Luft in China ist wieder gut. In den Fußballstadien wird das Klima freundlicher, weil keiner mehr als Hurensohn beleidigt wird. Ne? Weil keine Zuschauer mehr dabei sind. Ich hoffe jedenfalls, dass wir aus der Corona-Krise lernen. Man spricht in der Psychologie ja gerne vom Krankheitsgewinn. Wir haben jetzt die Chance zu lernen, wie eine Postwachstumsgesellschaft aussehen könnte, die wir ja zur Klimarettung so dringend brauchen. Indem wir spüren, was wir alles nicht so wirklich brauchen. Einen Flug nach Amerika, eine Tourismusbörse in Berlin, eine Automobilmesse in Genf. Im Grunde alles überflüssig. Das Wichtigste, was im Leben zählt, sind Beziehungen. Andere Menschen. Also ich brauche jetzt ganz dringend einen, der mich beflügelt. Hagen Rieter, herzlich willkommen. Vielen Dank. Vielen Dank. Kennen Sie die? Ändert sich doch nichts, Herr Rieter. Wieso ändert sich denn nichts? Ja, ändert sich doch nichts. So, egal, wen man wählt, ändert sich doch nichts. So, wieso ändert sich denn? Was ändert sich doch nichts? Wieso ändert sich denn? Es ändert sich doch nichts. Wissen Sie noch, wo Deutschland 1945 stand? Wir waren der singuläre, ultimative Albtraum der Menschheitsgeschichte. Und jetzt sind wir was? Das beliebteste Land der Welt? Ändert sich nichts. Man möchte sie schütteln, die Brüder. Deutsch und Nazi sind die schlimmsten Schimpfworte der Menschheitsgeschichte. Und jetzt sind wir was? Das Sehnsuchtsland. In drei Generationen, von ganz unten nach ganz oben, das gab es überhaupt noch nie. Wir müssten den ganzen Tag vor Glück durchgrinsen eigentlich. Das ist nicht 5000 Jahre her, das ist 80 Jahre her. Das waren unsere Großeltern. Vor 80 Jahren sah Deutschland aus wie Syrien heute. Wissen wir, wie Syrien in 80 Jahren aussieht? Wenn die halb so gepampert werden wie wir damals, dann bauen die in 80 Jahren vielleicht auch ihre Frauenkirchen wieder auf. Weiß man doch nicht. Und dann sitzen da übergewichtige Syrer auf dem Sofa, glotzen Netflix und sagen, ändert sich doch nichts. Ändert sich doch nichts. Das ist doch nicht möglich. Was? Das waren unsere Großeltern. Unsere Großeltern haben aus Familien Lampenschirme gemacht und Seife. Schon vergessen? Das haben wir alle in der 10. Klasse in Geschichte gelernt. Und für die, die es nicht gelernt haben, gab es jahrelang Guido Knopp. Ja, ganz niederschwelliges Angebot. Wo kommt dieser Pessimismus her? Das verstehe ich nicht. Der Islam ist nicht reformierbar. Wenn ich so einen Satz schon höre, der ist nicht nur schrecklich, der ist einfach falsch. Während wir hier 500 Jahre Reformation feiern, sagen wir, der Islam ist aber nicht reformierbar. Wo kommt der Defätismus her? Das verstehe ich nicht. Diese Kleinmütigkeit, diese Ängstlichkeit. Die Reform ist die Konstante in der Menschheitsgeschichte. Das hat man 1000 Jahre lang auch über das Christentum gesagt, das ist nicht reformierbar. Wir hatten 1000 Jahre lang dieses katholische Kalifat in Rom mit den katholischen Kalifen. So eine dünne, degenerierte Adelsschicht und 99,9% arme, ungebildete, kranke Sklaven. Und die haben 1000 Jahre lang gesagt, das Christentum ist nicht reformierbar. 1000 Jahre war das wie in so einer Angststarre, wie in Aspik, so eine Angstsülze. Das ist nicht reformierbar. Und dann kam Luther. Und Kant und die ganzen anderen Antisemiten. Na bitte, geht doch. Luther und die Päpste. Also, wirklich wahr. Luther und die Päpste haben alles gehasst, was Jesus geliebt hat. Luther hat die Bauern gehasst und die Schwulen und die Frauen und die Juden und die Behinderten. Luther war ein richtig übler Stinkstiefel, Hater und Troll, ein richtig übler Wutbürger. Luther würden die heute nicht mal bei Pegida aufnehmen. Keine Chance. Aber als Religionsgründer reicht uns das locker. Da darf man sich nicht wundern, wenn 500 Jahre später wir genau diese Probleme haben. Also, und man Leuten die Kippa vom Kopf schlägt und Moscheen anzünden möchte. Also
Ich verstehe diese Engherzigkeit nicht, diesen Pessimismus. Wenn Sie mich fragen, gibt es gar keine lebenden Pessimisten. Oder es gibt nur ganz wenige. Jeder, der morgens aufsteht und sich wäscht, ist schon Optimist. Sonst wird er liegen bleiben. Und am langen Ende streben die Gesellschaften auch immer genau danach. Nach Optimismus, nach Reform, nach Öffnung. Hoffnung ist doch das, was uns vom Tier unterscheidet. Und genau deswegen sitzen wir heute eben nicht mehr in der Höhle, sondern im Theater. Unbewaffnet. Und mit Krankenversicherung. Und eben nicht in Texas. Bewaffnet und ohne Krankenversicherung. Also, das ist doch der Wahnsinn. Verstehe ich nicht. Das ist eine Schleier. Ich kann das schon verstehen. Ich habe auch Momente, wo man halt verzagen möchte, wo du halt auch nicht mehr weißt, was das Ganze soll und ob es das überhaupt noch bringt. Ich sitze dann vollkommen verzweifelt vor irgendeiner Vorstellung in irgendeiner Stadt, in irgendeiner Garderobe und denke, das hat überhaupt keinen Sinn. Der Permafrost taut auf und die Polkappen schmelzen immer noch schneller als letztes Jahr prognostiziert. Und wir haben 6-mal so viel Plankton wie Plastik wie Plankton im Meer. Es ist furchtbar. 3-mal so viel Lobbyisten wie Politiker und Manager verdienen 300-mal so viel wie Angestellte. Die Neoliberalen und die Rassisten, die haben die Demokratie fest im Würgegriff. Es ist furchtbar. Urwälder werden abgeholzt. Die Kipppunkte sind doch sicher schon längst erreicht. Wir schaffen das nie. Für Fleischkonsum werden die abgeholzt. Die Leute essen Fleisch, als gäbe es keinen Morgen. Politiker machen Werbung mit Nackensteaks statt mit solidarischer Landwirtschaft. Wir haben jetzt sogar ein Tierwohl-Label auf dem Kotelett. Wenn ein Kotelett jetzt Tierwohl-Label ist, dann sind wir ganz unten angekommen. Wenn die Wurst Tierwohl ist, die Wissenschaft wird diffamiert wie zu Zeiten der Inquisition. Das ist furchtbar. Die Armen und die Frauen und die Schwulen, People of Color, Juden, Muslime, alle werden bedroht und verachtet. Halle und Hanau, Menschen werden ermordet. Es ist furchtbar. Unsere Kinderzimmer sind randvoll mit Einwegelektronik. Überall liegen Elektroroller in der Gegend rum. Wir fliegen für 2,50 nach Lissabon übers Wochenende und mit dem Traumschiff in den letzten Fjord. Es ist furchtbar, das ist nie zu schaffen. Kinder werden per Mausklick zu Tode gemobbt mittlerweile. Eltern und Lehrer sind verzweifelt. Jetzt wählen die Leute reflexartig auch noch Faschisten. Es ist furchtbar und ich denke, das geht nicht mehr, es ist vorbei. Und dann sehe ich hier Holocaust-Überlebende, die seit Jahrzehnten von Schule zu Schule fahren und den Kindern und den Enkeln, mittlerweile den Urenkeln der Täter erklären, was damals passiert ist. Das ist ein so riesiger Liebesdienst an dieser Gesellschaft, das kann man gar nicht hoch genug bemessen. Und ich denke, wenn die denn glauben, das ist unfassbar. Und ich denke, wenn die den Glauben an diese Gesellschaft noch nicht verloren haben, wer bin ich, dass ich resigniere? Und dann ziehe ich mir meinen Anzug an und gehe auf die Bühne. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Hagen Rethoff.